Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge sollten wir eigentlich was ganz anderes machen, aber dann mussten wir mit Kate sprechen und die hat uns direkt auf eine Rettungsmission geschickt. Wo steckst du? Wo bist du hin? Das wissen wir noch nicht. Und der müssen wir jetzt erstmal folgen. Die wird mir aber gar nicht auf der Karte angezeigt. Oder sind das jetzt alle grauen? Nein, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ach du Schande, das sind alle grauen? Das ist nicht euer Ernst. Okay, ich würde sagen, dann machen wir doch mal lieber mit der Hauptstory weiter. Weil mich jetzt um so viele Leute hier kümmern, das ist ein bisschen viel, finde ich. Ich will ja mit der Hauptstory auch endlich mal weiterkommen. Das können wir dann mit den Nebenstories mal machen. Die werde ich dann so peu à peu auch hochladen. Aber das wird dann nicht direkt sein, denke ich mir mal, nachdem wir abgeschlossen haben. Nee, wir müssen erstmal die Hütte finden. Aber 1800, da können wir echt nicht hin. Moment. Das ist nirgendwo was in der Nähe, ne? Da ist nur die Höhle. Ja, da wäre... Ach nee, zerstörbare Hindernisse. Eieiei, das ist schon ein ziemlich langer Weg, aber wir haben leider keine Möglichkeit, dahin zu teleportieren. Typisch, dass Sika genau dann nicht auffindbar ist, wenn wir sie dringend brauchen. Ich verstehe immer noch nicht, wieso das Ritual gescheitert ist. Lass uns einfach die Hütte finden. Man fragt Pennington nach seiner Tochter. Das ist jetzt nicht so weit entfernt. Das ist aber anscheinend hier, oder? Ja, das scheint hier zu sein. Da ist gerade irgendwas weggegangen. Die ist aufgeladen? Okay. Okay. Haben die nicht davon gesprochen? Also von über die Brücke und so weiter? Egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier rum. Ha, er hat so gemacht, wie ich es wollte. Cool. Sah auf jeden Fall besser aus. Ach, ich hab's gar nicht. Was hast du denn erwartet? La 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 la. Erst voll der Kampf und dann la la la. Okay, Moment. Die Hütte, die war in der Richtung. Und hier ist neuer Kampf, oder? Symbole. Die Hütte könnte in der Nähe sein. Die ist aber nicht hier unten. Ah ne, da geht's gar nicht rum. Die Richtung ist gut. Laufen darf ich auch nicht. Ich spüre Magie. Könnte Sika hier sein? Über die Zeit verblasst. Schwer zu sagen, welchen Zweck es einst hatte. Okay. Folgen wir den Spuren oder wie machen wir das? Ich kann immer noch nichts erkennen. Ich leih dir meine Augen, wenn du magst. Ach, ist das nicht diese... Oder hört sich das jetzt nur so an? Ist da eine Truhe drin oder hängt da irgendwo was? Eine Truhe sehe ich nicht, aber da war, glaube ich, eine verschlossene Falltür, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, es macht mich gerade ein bisschen bekloppt. Irgendwie kommt das gerade von allen Ecken und Enden. Lass mich dich zur Quelle leiten. Okay, sie kann nicht klettern, er darf nicht klettern. Ins Haus können wir nicht.
Also, was machen wir nun? Aber da sehe ich auch nichts. Also, ich meine, ich hätte da eine Falltür gesehen. Da hinten ist was am Blinken. Das heißt, wir müssen irgendwie da reinkommen. Aber die Frage ist, wie... Ah, Moment. Hier sind wir nicht durch, ne? Okay. Geh doch da durch. Wer weiß, was sich hier verbirgt. Lass mich uns führen. Alter, ja, du willst ja nicht da durch. Wieso geht die da nicht durch? Ja, natürlich. Was auch sonst. Ich kann dir helfen. Womit? Du solltest dich mit ihm verschmelzen, aber das ist ja mal gründlich schief gegangen, ne? Aber die richtigen Tasten habe ich auf jeden Fall gedrückt. So, da hinten geht's noch rein. Wir wollen aber erstmal kurz hier vorne gucken. Also, aha, da ist zum Beispiel was. Das konnte ich vorhin nämlich nicht sehen. Es war doch keine Falltür, es war nur eine Truhe. Na komm, nimm die Truhe doch. Stehst direkt davor. Also die Truhe soll er nicht nehmen, nur den Inhalt, das reicht ja schon. So, okay, also links rum konnten wir theoretisch hochklettern. Mal eben gucken. Es führt quasi alles zum Gleichen, ne? So wie es aussieht. Ob wir jetzt links rum gehen oder da rum gehen. Dann gucken wir hier oben mal. Vielleicht können wir hier noch irgendwas mitnehmen. Nee, anscheinend aber nicht. Oh ja, natürlich. So, Baumstamm. Das ist jetzt nicht die Hütte, die ich jetzt... Nee, oder? Leute, ist das euer Ernst? Hätten die mich dann einfach da hochgelassen, wäre ich da einfach so reingekommen. So, von dieser Seite aus kommen wir da auf jeden Fall nicht hin. Das kann kein Zufall sein. Ist Grace womöglich Seeker? Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal vorher rausgefunden, oder nicht? Glaube ich. Seeker war schon lange nicht mehr hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber hatten wir das nicht vorher schon mal rausgefunden? Also, dass sie es vielleicht ist, nicht, dass sie es hundertprozentig ist. Ich hasse es, wenn man was hört, aber nicht sieht. Jemand zu Hause? Nee, hier höre ich aber nichts mehr. Moment. Hä? Sie hat nichts von Geisterschutzvorrichtungen gesagt. Wieso kann sie jetzt nicht... Wieso kann ich sie nicht holen? Da oben ist was. Das höre ich. Ah, okay. Aber wieso... Jetzt kann... Hä? Jetzt kann ich wechseln. Jetzt, wo das runde Ding weg ist. Das hat die doch sonst nie... gestört. Ich höre aber noch irgendwas. Hier. Ich habe was gefunden. Nee, hast du nicht. Da unten ist auf jeden Fall nichts. Sie hat gesagt, ich habe was gefunden, als ich hier hingegangen bin, aber... Hier ist nichts. Aha, da drin ist noch was. Wieso hat das denn da drin aufgehört, Geräusche zu machen?
Sika hat das gezeichnet. Jetzt haben wir Gewissheit. Sie ist in den Bergen. Okay. Lass uns erstmal die normalen Sachen hier lesen. Grob skizzierte Karte. Eine Frage. Braucht das Newsmith-Lager in den Düsterwald Brot? Wie sieht es aus? Deborah wusste von diesem Ort. Konzentrier dich aufs Wesentliche, Red. Tu ich. Interessante Kleiderwahl für so ein junges Ding. Fetzen, mehr nicht. Und sie helfen uns nicht, sie zu finden. Oh Gott. Transkribiertes Ritual der Verstellung. Krakelige Handschrift. Und die Größe des Schattens befindet sich nicht nur in der Magie, sondern auch im Jenseits. Dank dieser noch ungeahnten Macht wird die Dunkelheit zu einem Verbündeten. Einen schützenden Arm. Sie ermöglicht dem ungeübten Auge eine perfekte Illusion. Dunkelheit umhüllt mich, schützt meine Illusionen vor dem Licht. Täusche die Sinne, blendet meine Feinde und erlaubt mir das Leben hinter dem Vorhang einer alternativen Realität. Anmerkung der Seeker. Fast ist es mir geglückt. Das Ritual der Verstellung ist noch nicht vollständig genug, aber ich muss es auf meine Weise perfektionieren können. Kein Wunder, aus einem dämonologischen Buch. Die waren schon immer viel zu engstirnig, aber damit werde ich den perfekten Illusionszauber erschaffen können. Vielleicht sollte ich ihm danken. Schließlich ist er mit der Kopie dieses Rituals ein großes Risiko eingegangen. Vielleicht. Wenn sich unsere Wege erneut kreuzen, werde ich mich bei meinem letzten Freund bedanken. Noch mehr Dämonologie. Eine verborgene magische Tür. Erinnere mich daran, Lemmy Haskell deswegen zu fragen. Der gleiche Kreis wie am Eingang. Der Kreis öffnet die Tür. Aber das Symbol kenne ich nicht. Ich kenne es nicht, aber Lemmy vielleicht. Ach, da ist nur eine Sache. Okay, Briefentwurf. Deborah, hoffentlich bist du wohlauf und gesund. Ich habe die Hütte gefunden, aber ich werde dort nicht bleiben. Ich kann endlich ich selbst sein, all das lernen, was ich schon so lange wollte. Wie kann man nur Angst vor Magie haben? Ist sie denn nicht etwas Wunderbares? Ich habe einen Ort gefunden, der sicherer ist, verborgen. Einen Ort, an dem ich ungestört und ungesehen lernen kann. Dank dir kann ich vielleicht endlich in Frieden und Freiheit leben. Weit weg von ihm und seinen Kontrollzwang. Er hat sich mir gegenüber nie wie ein Vater verhalten, sondern stets nur wie ein tyrannischer Herrscher, der keine andere Meinung neben der seinen zuließ. Er hat nie versucht, mich zu verstehen, doch das ist jetzt alles in der Vergangenheit. Denn mich erwartet ein neues Leben. Ein Leben, das nicht mehr von mir verlangt, seine Tochter zu spielen. Wenn man es so sieht, dann sind wir jetzt beide frei. Ich danke dir für deine Hilfe und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Deine Schülerin. Von Grace geschrieben. Da ist Grace aber tief gefallen. Mach keine Witze. Die Situation ist ernst. Ja, du hast recht. Es war gut, dass wir hergekommen sind. Jetzt wissen wir, wo sie sich versteckt. Bald werden wir den Teich benutzen können. Wir brauchen nur den Schlüssel für den Dissimulationszauber. Und Lemmy Haskell wird uns dabei behilflich sein. Ja, sicher. Ja, wir haben hier nur kein Lagerfeuer in der Nähe, ne? Aber ich dachte, also wir haben jetzt die Hütte untersucht. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt nach Pennington gehen. Das muss ich nochmal eben schauen. Das ist alles so weitläufig. Moment. Wir haben jetzt gerade gar kein Ziel in den... Hier ist... Fragt Pennington nach seiner Tochter. Da müssen wir dann auf jeden Fall hinreisen, weil das viel zu weit weg ist. Oh Gott, und ganz hier unten ist dann, fragt Lemmy nach, ach du Schande. Also ich würde sagen, dass wir dann erstmal gucken, dass wir nach da oben kommen. Die Frage ist nur, wo kriegen wir hier, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Das wäre jetzt die erste Frage, wo sind wir jetzt gerade? Ich habe ja schon völlig die Übersicht verloren. Hier unten, genau. Das heißt, wir müssen quasi den Weg wieder zurückgehen, um dann zum Jägerlager. Ich kann es nur nicht hervorheben, schade. Um dann zum Jägerlager zurückzukehren, weil von hier aus haben wir auf jeden Fall keine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen.
Ah, okay. Aber ich höre hier trotzdem immer noch irgendwas. Ich muss mal eben gucken, ob hier noch irgendwas hängt. Ich kann nichts sehen, ich kann es nur hören. Wenn ich hier runtergehe, ist es wieder weg. Oder natürlich, das kommt von einem Ritual da drin, aber da müsste das ja drinnen stärker werden und nicht draußen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir machen mal hier die Abkürzung ran. So, dann müssen wir leider den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wobei wir jetzt hier die Abkürzung nehmen. Und da können wir runter. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Von da? Nee, wir sind doch von rechts gekommen, ne? Wir sind von da hinten gekommen. Macht das einen Unterschied? Nein, nicht das. Ach so. Nee. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall von hier gekommen. Spuck schon aus, was du sagen willst. Jetzt interessiert es dich also, was ich zu sagen habe? Nur, wenn es uns nicht auffällt. Du hast es ja furchtbar eilig. Fast als wolltest du unbedingt weg. Das stimmt nicht. Es ist nur kompliziert. Na dann, will ich dir mal glauben. Sie ist eine Frau. Bei uns ist immer alles kompliziert. Wobei selbst ich persönlich nicht verstehe, was mit ihr eigentlich genau los ist. Bereit für den Einsatz. Ja, wo ist der zweite hin? Hallo? Okay. Da muss ich runter, glaube ich. Ach, ich hasse das, wenn man das dann auch nicht skippen kann. Also, je länger das Spiel dauert, umso mehr wird das Ganze zum Walking-Simulator tatsächlich. Aber man spielt es halt, oder ich spiele es halt trotzdem immer noch gerne, weil es halt wirklich geile Videosequenzen auch drin hat und so. Bin ich jetzt hier richtig? Nee. Siehst du, ich muss nämlich nach links. Warum steht die denn da hinten? Ich stand da so, als ob ich da rum muss. Aber ich muss da gar nicht rum. Zumindest laut dem Plan nicht. Ich guck noch mal. Hallo? Falsche Taste. Ist ja alles okay. Ich guck noch mal vorsichtshalber. Doch, ja. Hier. Nein, du sollst nicht ausweichen. Hier sind wir richtig okay. Ach. Wird ja auch nicht so wirklich. Ja, gut, es kann nicht angezeigt werden, logischerweise, weil das nicht unser Ziel in dem Sinne ist. Ich hätte mir vielleicht eine Markierung machen sollen, das stimmt schon. Moment. Das kann ich nicht entzünden oder so. Das war nur dieses eine Lagerfeuer. Ja, schade. Hätte ja klappen können. Moment, laufen wir jetzt? Doch, wir laufen zurück, ne? Ah, das waren die Ratten, die ich eben gehört habe. So, von da aus war das mit, also war unsere Hütte, glaube ich, rechts. Irgendwo hier. Da. Oder? Laut der Anzeige. Sieht gut aus. So, erstmal Hälfte vom Spiel rumgerannt, wie blöd. Und nichts geschafft. Das ist doch immer toll. So, einmal schnell reisen. Das heißt, was haben wir jetzt gesagt? Dass wir nach oben müssen, glaube ich, ne? Dass wir hier... Ich kann es nicht rauswählen gerade. Optional frage ihn nach der Tochter, genau. Da haben wir... zwei Lagerfeuer. Moment, Fort Jericho? Und in den Minen. Okay, das ist... Nee, dann gehen wir hier direkt ins Vor. So, wieso ist die so silbern, die Tür? War nur ein Zufall, nehme ich an.
Okay, jetzt weiß ich nur gerade nicht mehr genau. Doch, das hier oben, die Hütte war das. Die Stimmung ist gedrückt. Was ist passiert? Tja, ich habe vielleicht nicht gerade die richtige Entscheidung getroffen. Was habt ihr angetan, Highlander? Was? Lasst die Unschuldsmine. Die kaufe ich euch nicht ab. Dieses aufmüpfige Weib entkommt aus ihrer Zelle und ihr spaziert hier einfach so rein. Und ich soll glauben, das hat nichts miteinander zu tun? Ist er bereits auf der Suche nach einem neuen Sündenbock? Beantwortet die Frage, McWraith. Wo ist Helen Preece? Habt ihr eure Gefangene verloren? Ich kann es ihr nicht verdenken, aber eins ist sicher. Ich hatte damit nichts zu tun. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Ich sollte euch dafür wegsperren. Das würde euch gefallen, nicht wahr? In Ordnung, Captain. Beruhigt euch. Und sagt mir genau, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Nicht genau. Die Zellenschlüssel sind verschwunden. Und die Aufrührerin mit ihnen. Sie ist wie eine Mixtur aus Essig und Verdruss. Wer weiß schon, welch finsteren Verrat sie gerade plant. Ja. Ja, das ist keine Aufgabe für Verbanner, das ist richtig. Sie kann nicht weit gekommen sein. Wenn sie die Berge noch nicht dahingerafft haben, dann ist sie irgendwo in der Nähe. Solange sie da draußen wie ein loses Hauptsegel im Wind herumflattert, gibt es kein Vertrauen hier drin. Findet sie, McWraith. Dann glaube ich euch. Findet sie und tut, was getan werden muss. Ja, dann lasse ich sie frei. Vielen Dank, dass ich das tun darf. Wie steht es um Fort Jericho und die Menschen hier? Gibt es etwas Interessantes zu berichten? In der Tat. Es gab einen Zwischenfall mit Flora Abbott. Einer ihrer Kameraden wollte, dass ich sie ablöse. Ich habe das Gesuch abgelehnt. Für manche reicht es nicht, gegen Schemen zu kämpfen. Sie wollen auch ihresgleichen bekämpfen. Tja. Denkt ihr, dass Helen Preece weiter ein Problem sein wird? Oder hat sie ihr Pulver verschossen? Sie hat ihr wahres Ich gezeigt. Nur ein Narr würde das ignorieren. Sie hat das Fort bereits einmal in Gefahr gebracht. Was hindert sie daran, es wieder zu tun? Nein, sie hat es nicht in Gefahr gebracht, sondern sie wollte den Leuten wieder ihre Hoffnung zurückgeben, was du ja nicht kannst, alte Stinksocke. Erzählt mir von Sebastian Preece. Was für ein Mann war er? Er war sehr lange Zeit meine treue rechte Hand. Seine Treue verließ ihn auf seiner letzten Mission. Nun wird er als Held verehrt. Von denen, die die Wahrheit nicht kennen. Ihr habt ihn nicht gemocht? Ich hatte mal einen Hund. Sein Name war Bo. Er war dumm, streitlustig und treu. Wenn ich ehrlich bin, war er ein schlimmer kleiner Scheißer. Diesen Hund vermisse ich mehr als den Mann, zu dem Sebastian Preece geworden ist. Was wisst ihr über eine junge Frau namens Grace? Ich weiß nicht, wo ihr diesen Namen herhabt, Verbanner. Aber sprecht ihn besser nie wieder aus. Es ist wichtig. Sonst würde ich nicht fragen. Wichtig oder nicht? Ich kann euch nicht antworten. Nach allem, was ich getan habe, schuldet ihr mir wohl eine Antwort. Das Fort steht in eurer Schuld, so viel ist wahr. Aber diese Schuld wird auf eine andere Art beglichen. Ich habe den Namen aus einem Brief, ein höchst interessantes Schreiben. Ja, sagen wir es mal ein bisschen freundlicher. Demzufolge war es allein eure Schuld, was Grace zugestoßen ist. Nein, die Schuld lag bei ihr. Sie war stur. Der Brief erzählte ein ganz schönes Märchen. Ich würde gern eure Version davon hören. Ich habe bereits von den ungehorsamen Schotten gehört. Und wenn diese Geschichten der Wahrheit entsprechen, dann seid ihr wahrhaftig, fürchterlich stur und verbissen. Ich würde ihn gerne rauslocken, ne? Ich weiß nicht, was sie mehr rauslockt. Die Konfrontation, dass sie ihm die Schuld gegeben hat? Oder das Nachhorchen? Ich denke mal, er macht zu, wenn ich das so direkt sage. Warum so geheimnisvoll?
Ein starkköpfiges, ungezogenes Kind. Sie gehorchte nie, vor allem wenn ich ihr etwas sagte. Ich verstand ihre Widerspenstigkeit nie, ihre Feindseligkeit, diese Aufmüpfigkeit. Von ihrer Mutter hatte sie das jedenfalls nicht. Ich habe keine Tochter mehr und das ist auch besser so für alle Beteiligten. Ach, das können wir sogar nochmal sagen. Der Brief war eindeutig. Ihr seid für ihr Leid verantwortlich. Niemand ist dafür verantwortlich. Außer sie selbst. Ich wollte es verhindern. Sie wollte nicht hören. Ich ihr wehgetan? Das ist doch lächerlich. Ich habe hart gearbeitet, um ihre Fehler auszubügeln, damit sie nicht den Preis dafür zahlen musste. Was immer ihr getan habt, scheint die Sache nur schlimmer gemacht zu haben. Ich war standhaft. Das ist es, was nötig ist. Und das, mein Herr, ist, was ich tue. Ich bleibe standhaft. Erzählt ihr mir, was passiert ist? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich habe sie fortgeschickt. Ins Exil. Wieso? Wieso solltet ihr das tun? Sie ließ mir keine Wahl. Ich ertappte sie im Akt der Sünde. Nee, ne? Sie las in Büchern. So. Sie studierte. Hexerei. Ich ertappte sie beim Studium der Hexerei. Es war ein Buch im Besonderen, das es ihr angetan hatte. Woher es kam, weiß ich nicht. Hätte ich es nur loswerden können. Ich verbat es ihr. Doch sie las weiter. Wieso erinnert mich das sofort an Lemmy Haske? Hm. Und auch an Deborah? Obwohl Deborah unschuldig war, habt ihr sie der Hexerei bezichtigt. Bestreitet ihr das? Abstreiten? Ich bin stolz. Vor dem Gesetz mag sie keine Hexe gewesen sein, aber unschuldig war sie sicher nicht. Sie war Gift. Hat die Kinder verdorben. Sie verdarb auch meine Grace. Ich habe mich seitdem in all den Jahren sehr verändert. Aber wenn ich zurückblicke, weiser als damals, hatte ich recht. Ich würde es wieder tun. Sollte ich herausfinden, dass eure Tochter überlebt hat, wenn ich wüsste, wo sie war? Nein, ich hätte ihr nichts zu sagen. Grace Pennington ist für mich und alle, die sie kannten, vor langer Zeit gestorben. Haltet von mir, was ihr wollt. Es kümmert mich nicht. Ich tat, was notwendig war. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja. Also ich würde gerne auch die Sache mit auf der Flucht machen, aber ich bin ganz ehrlich, diese ganzen Nebenquests, die bringen mich nur von meiner Hauptquest ab. Wie gesagt, ich möchte es unheimlich gerne noch machen, wenn das Ganze hier zu Ende ist. Aber ja, ich will erstmal Mittelmann, wirklich komplett durchgehen. Wolltest du noch was dazu sagen, Antea? Anscheinend nicht. Na gut, dann würde ich sagen, da die Folge jetzt sowieso schon so lange ist und das Hin- und Hergerinne und so weiter auch immer so lang dauert, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, ich die Worte von ihm erstmal sacken lassen kann, weil, sind wir mal ehrlich, entweder muss unheimlich viel passieren, dass ein Elternteil sein Kind verstößt und damit meine ich nicht so ein Quatsch, wie es jetzt bei ihm gewesen ist, oder eben man verstößt sein Kind nicht. Das, also kein gutes Elternteil verstößt sein Kind. Wenn jetzt natürlich das ganze Dorf plötzlich gesagt hätte, hier, sie ist eine Hexe und sie muss raus und was weiß ich, dann ist es natürlich besser, sie ins Exil zu schicken, ihr das zu erklären, zu sagen, hier, du bist draußen sicherer als hier, weil hier wollen sie dich hängen. Aber sie einfach so zu verstoßen, weil er es gesehen hat und nicht damit klarkommt und das irgendwie nicht gut findet, ganz ehrlich, das muss ich erstmal sacken lassen. Also kein gutes Elternteil reagiert so, ganz ehrlich. Also egal, welche Zeiten es sind. Die sorgen dann eher dafür, dass die fliehen können, ja, aber nicht so, nee. Und er, ja, verleumden will ich jetzt nicht sagen, aber er sagt ja, er hat keine Tochter. Und das ist schon, ja, heftig, wie ich finde. Nichtsdestotrotz machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge, wenn ich das Ganze ein bisschen verarbeitet habe, dann, werden wir uns Lemmy zuwenden und hoffentlich ein bisschen mehr über diese Trismegistus-Rätsel erfahren. Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.